Es gibt keine Kurskorrektur von mir. Es gibt ein Erstaunen von meiner Seite, eine Verwunderung angesichts dieses Urteils. Wir schauen uns das jetzt natürlich sehr genau an, denn letzten Endes geht es ja darum, dass hier der Schutzstatus für Leute quasi verfestigt wird, die ja ein schweres Verbrechen begangen haben. Und da muss man sich dann die Frage stellen, wer wird hier eigentlich geschützt? Wird hier die eigene Bevölkerung geschützt oder sollen hier Straftäter geschützt werden? Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der EuGH hier sein Visier richtig eingestellt hat. Unsere Bemühungen gehen in die andere Richtung. Wir, und das haben Sie richtig angesprochen, wollen eigentlich eine leichtere Aberkennung des Schutzstatus haben. Jetzt weiß ich, dass nicht in jedem Fall, wenn der Schutzstatus aberkannt wird, das heißt, wenn jemand seinen Titel, dass er anerkannter Asylant ist, verliert, auch eine Abschiebung oder Außerlandesbringung möglich ist. Das ist auch jetzt schon so. Der Unterschied aber, wenn ich das EuGH-Urteil richtig interpretiere, heißt, dass diese Leute dann nicht mehr so wie bisher Geduldete sind, sondern dass ihnen weiter irgendwo ein Schutzstatus zuerkannt werden muss, was aber auch bedeutet, dass die Gesellschaft diese Leute dann weiter durch Sozialleistungen etc., zum Beispiel die Grundversorgung oder die Mindestsicherung alimentieren muss. Und da, glaube ich, ist man sehr, sehr weit weg von dem, was sich die Bevölkerung im Umgang mit solchen straffälligen, mit solchen schwerkriminellen Asylanten erwartet.